Mo? Ah, ey, ich hoffe es. Ladies and Gentlemen, wir alle lieben Tiere. Tiere sind flauschig, Tiere sind schön, Tiere sind... Ach, komm her, na komm, habt ihr doch nicht so hier. Mein kleiner Hund, wie geht's denn da, ne? Aber nicht diese Tiere, die wir uns heute anschauen. Denn, meine Damen und Herren, wir schauen uns die gefährlichsten und krassesten und unglaublichsten Tiere an, die wirklich tatsächlich existieren. Deswegen, ey, wenn ihr Tiere liebt, lasst einen Daumen nach oben da, aber ich sag's euch gleich, die Tiere, die wir heute sehen, das habt ihr noch nie irgendwo erblicken können. Oh mein Gott, oh nein, ich dachte, wir fangen mit was Schönem an, können wir nicht wieder die Kuh vom Intro bitte zurückholen, bitte? Boah, nee. Ladies and Gentlemen, unser erstes Tier heißt der Wolfsfisch, ich meine, ja, du bist wirklich tatsächlich wunderschön. Okay, Leute, das ist der Wolfsfisch. Wolfsfisch, Marki Community, Wolfsfisch. Ich weiß, ihr hättet ihn am liebsten gar nicht kennengelernt. Aber okay, der Wolfsfisch ist ein Tier, Leute, das bis zu... Was? Er kann bis zu 60 Zentimeter groß werden. Das heißt, er kann... Very nice, hübsch, genau mein Typ. Aber okay, Wolfsfische, wie gesagt, können 60 cm groß werden und bis zu 40 Kilogramm schwer, Alter. 40 Kilogramm, den könnt ihr nicht mal hochheben, mit dem könnt ihr nichts machen, Alter. Bruder, und meistens kommt er nachts raus. Oh nein. Schnell alles absperren, es wird gleich dunkel. Schnell die Türen versperren, es wird dunkel. Ey, aber ich habe einen einfachen Trick, wie ihr vom Wolfsfisch sicher seid. Einfach jetzt diesen Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn unten mir ein Abonnieren rot leuchtet, einmal draufklicken. Dann seid ihr vor all den bösen Tieren sicher. Werde euch beschützen. Glaubt mir, ich box die Dinger weg, Alter. Oh! Okay, aber ich bin mir sicher, zweites Tier wird besser. Zweites Tier wird besser. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Okay, chill, ich nehme alles zurück. Es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser. Es tut mir leid, ich hab's euch versprochen, aber es wird nicht besser. Decke? Wo ist meine Decke? Ich brauche meine Decke jetzt. Nein. Okay, das, meine Damen und Herren, ist nicht irgendwie ein Fake-Tier oder so. Das ist ein echtes Tier. Dieses Tier gibt es wirklich. Und dieses Tier, Bruder, das sieht so gruselig aus. Es heißt, meine Damen und Herren, der Koboldhai, Alter. Ich weiß, wieso. Guckt euch mal dieses Grinsen an, was der da hat. Guckt euch mal das Gesicht an, dieses Lachen von ihm. Nein! Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche dazu nicht viel sagen. Es ist ein Hai, genauso wie jeder andere. Nur, dass er pink-rosa aussieht irgendwie. Richtig böse. Also die Zähne und so, Bro. Also wirklich, ich dachte niemals, dass es so ein Tier gibt. Und ich war immer froh, es nicht zu wissen. Wieso kacke ich jetzt so rein und zeig euch das, Mann? Mann! Ich bin mir sicher, die Hälfte kann heute Nacht nicht schlafen. Es tut mir leid, Leute. Okay, den nehme ich auf mich. Aber wie gesagt, ich beschütze euch alle, die abonniert haben. Ich box Kobold Hai, komm, eins gegen eins. Ich box den weg, Mann. Hammer. Zicki, zack. Nö. Oh, warte, war das? Hä? Warte. Hä? Ist das ein Fisch, der Lippen hat? Was? Ist das ein Fisch, der Lippen hat? Ladies and Gentlemen. Das ist tatsächlich Chantal. Chantal will kennenlernen, neuer Mann. Chantal hat rote Lippe, Stift auf Lippe. Wenn du Chantal kennenlernen will, rufe jetzt an 0180 180 0 180. Ja, hallo? Leute, diesen Fisch gibt es tatsächlich und er heißt roter Lippen-Ledermausfisch. Was? Er hat rote Lippen, Digga. Hat der irgendwie zu Hause so Schminkkasten? Guckt der immer, gib's zu. Bruder, roter Lippenstift, die hier, wetten, du guckst Bibis Beauty Palace? Komm, gib's zu. Eine neue Sache, die ich erzählen kann. Und zwar seht ihr hier überall diese Einbauschränke. Digga, der hat einfach Lippenstift. Und der hat bessere Lippen als ich. Maschallah. Bruder, bei dem läuft mit Frauen bestimmt. Der sagt einmal, Ladies. Hey. Es ist einfach ein Fisch, der Lippen hat und rote Lippen, Alter. Wie gesagt, das Tier gibt's in echt. Alter, ey, ich will den haben. Stellt euch mal vor, ihr geht halt, ihr habt den zu Hause als Haustier und auf einmal sagt ihr so, gute Nacht, roter Lippenstift, die Fischi. Ihr gebt dem so Kuss. Oder ich muss dieses Tier haben. Oh mein Gott. Das ist nämlich, meine Damen und Herren, tatsächlich eine echte Ameise, die genau so aussieht mit diesem Kuhfell. Und wisst ihr, wieso sie dieses Kuhfell hat, Ladies and Gentlemen? Weil sie auch der Kuhkiller genannt wird. Nein! Kühe! Rett
weg an all die Kühe, schnell! Diese Ameise kann nämlich zubeißen und hat so eine Wirkung von dem Biss, dass sie sogar Kühe und so große Tiere flachlegen kann. Das heißt, ey, wenn da irgendwie so ein Ameisenschwarm, ne, von der Panda-Ameise kommt, dann solltet ihr ganz, ganz schnell weglaufen. Bei einem Menschen ist es nicht tödlich oder so, es gibt nur einen richtig starken Schmerz. Das heißt, wenn die euch beißt, tut es extrem weh und ihr habt extreme Schmerzen. Aber diese Ameisen können tatsächlich, so cool sie auch aussehen, eine fette XXL-Kuh lahmlegen. Ich zieh nie wieder meine Maske auf. Nie wieder. Nie wieder. Noch dazu steht hier, sie sind keine Ameisen, sondern Wespen? Was? Es sind Wespen. Oh nein, jetzt wird's zu viel. Jetzt, nein, nee. Es sind Wespen. Es sind keine Ameisen, es sind Wespen. Die aussehen wie ein Panda. Es ist, nö. Wir machen weiter. Nächste. Regie. Nächste bitte, nächstes Tier. Nö. Hä? Was? Okay, was? huch, wieso? Was ist denn das jetzt? Wieso? Hä? Wieso posten die ein Bild von mir, wenn ich morgens aufwache? Hä? Ladies and Gentlemen, das bin ich. Hallo, das ist das Maki, meine Damen und Herren. Also ich sehe da gar keinen Unterschied, ich muss ehrlich sagen. Ich glaube, auf dem Bild haben die mich sogar von meiner guten Seite getroffen. Sehr schön. Ladies and Gentlemen, dieses Tier heißt die Nacktmullratte. Ich glaube, es spricht für sich. Es ist irgendeine Ratte, die nackt ist und nichts weiteres kann. Ich glaube, ey, kennt jemand noch Kim Possible, die Serie von früher, Alter? Ich habe die, als ich ganz klein war oder so, mal gesehen. Da gab es doch auch immer so einen Nacktmull, ne? Ich glaube, das ist genau dieses Tier. Das gibt's tatsächlich, Leute. Das ist kein Fake. Das ist einfach eine nackte Ratte, die so aussieht wie ich. Oder ich muss mir da eine bestellen. Ich muss mir da eine holen. Ich setze sie mir hier hin. Ihr sagt alle, ey, Marki, wer ist denn der Zwillingsbruder da? Seit wann hast du einen Zwillingsbruder? Dann sag ich, schon immer. Ja. Sehen wir echt so gleich aus, oder? Was ist denn das, Leute? Was ist denn los? Wieso kommt da schon wieder ein Bild von mir? Veröffentlicht doch nicht die ganze Zeit Bilder von mir, wie ich aussehe, wenn ich aufstehe, alter Mann. Das, meine Damen und Herren, ist der Blobfisch. Er heißt tatsächlich Blobfisch. Das ist Blobfisch, Bruder. Ich brauche einen Blobfisch. Wo kann man die bestellen? Der Blobfisch, meine Damen und Herren, dem seine Haut besteht aus Gelee-artigem Wasser. Hä? Was? Der besteht also irgendwie so aus Gelee? Gelee? Spricht man das so aus? Ich habe gar keine Ahnung, Alter. Aber wenn man das anfasst, dann ist das safe richtig lustig. Und hier steht noch, dadurch kann der Fisch ohne Energie zu benötigen schwimmen. Schwalla, dieser Flex, Bro. Hey, was? Ihr Fische da drüben? Ihr müsst alle mit Energie schwimmen? Pa! Ich bin aus Gelee, bra. Ich brauche keine Energie. Ich schwimme einfach so. Ja, der Blobfisch. Was ist das für ein geiles Tier? Ich habe keine Ahnung, wieso es dieses Tier gibt. Was dieses Tier kann. Ich dachte ganz ehrlich immer, das gibt's gar nicht in echt. Ich habe das schon oft auf irgendwelchen Bildern gesehen. Aber tatsächlich, es gibt's, Leute. Der Blobfisch. Meine Damen und Herren, Blobby, herzlich willkommen im Video. Freue mich, dass du da bist. Okay, nun machen wir weiter mit... Oh, was ist denn das für ein krankes Tier? Das ist diese Krabbe. Heißt die Yeti-Krabbe. Und ich glaube, wir alle wissen, wieso sie Yeti-Krabbe heißt, Alter, sie hat absolut dieses Fell, dieses andere Fell, Mann. Wenn euch im Winter kalt ist, holt euch eine Yeti-Krabbe, Alter. Setzt sie zu euch, sagt, ey, Brudi, alles klar. Kuschelt euch mit der ein bisschen so ein und so, ein bisschen Fell, sonstiges. Kann natürlich sein, dass die aggressiv in euer Gesicht zwickt, aber, dafür ist euch am Ende warm. Bro, Yeti-Krabbe. Also Krabben kann man... Ich glaube, Krabbe ist ja auch so ein richtig beliebtes Gericht. Ne, ich habe es noch nie gegessen. Aber stellt euch mal vor, ihr esst so eine Yeti-Krabbe mit Haaren und so. Ich glaube, wir haben rausgefunden, warum Yeti-Krabben so viele Haare haben. Einfach, damit die von uns nicht weggesnackt werden. Also, ey, sonst kann die nichts Außergewöhnliches, aber die sieht richtig cool aus. Gefällt mir. Würde ich auch gerne in so einem Aquarium von mir haben. Ey, alle Tiere, die ich heute gezeigt habe, die bestelle ich mir und tue die ins Aquarium. Das machen wir. Aber, Ladies and Gentlemen, ich will an dieser Stelle sagen, das waren die außergewöhnlichsten und krassesten Tiere, wo ihr niemals glauben werdet, dass die existieren, alle. Aber jetzt wisst ihr es. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen runter. Alle, die neu sind, jetzt kostenlos diesen Kanal abonnieren. Und ganz wichtig, ey, meine Damen und Herren, klickt noch genau hier auf das letzte Video. Schaut es euch an, denn da seht ihr tatsächlich die dümmsten Rich Kids auf TikTok. Guckt es euch an. Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.